Falls du mit diesem Video einsteigst, empfehle ich dir, die vorherigen Videos dieser Reihe anzuschauen, damit die Zusammenhänge verständlich sind. Den Link findest du rechts oben. Dieses Video ist das 8. einer kompletten Reihe, in der kurz erläutert wird, was Canitraining ist, worauf ich mich in den Veranstaltungen fokussiere, welche Inhalte ich thematisiere und worauf meine Theorie basiert. In diesem Video gehe ich auf das Appetenzverhalten der Hunde ein, insbesondere in Bezug auf unerwünschtes Jagdverhalten. Appetenzverhalten bedeutet nach etwas strebend begierig sein. Es bezeichnet das aktive Anstreben einer auslösenden Reizsituation. Oder anders gesagt, ein angeborenes Such- und Orientierungsverhalten nach einem bestimmten Schlüsselreiz zur Erfüllung eines Bedürfnisses. Appetenzverhalten ist eine lebenswichtige Erbkoordination, welche früher als Instinkt oder auch Trieb bezeichnet wurde. Es löst Verhaltensweisen aus, die dem Individuum und der Arterhaltung dienen. Dieses zielgerichtete Such- und Orientierungsverhalten tritt dann auf, wenn die aktionsspezifische Erregung, also das Streben nach der Erfüllung eines Bedürfnisses, steigt und gleichzeitig die notwendige Handlungsbereitschaft zur Erfüllung des Bedürfnisses vorhanden ist. Unterschieden wird hierbei das ungerichtete Appetenzverhalten, welches die aktive Suche nach einem bestimmten Schlüsselreiz ist, sowie das gerichtete Appetenzverhalten, auch Taxis genannt, welches die Ausrichtung auf den Schlüsselreiz auslöst. Ziel des Appetenzverhaltens ist immer die aktionsspezifische Enthandlung. Appetenzverhalten am Beispiel Jagdverhalten. Angeleint ist der Hund nicht am Besitzer orientiert. In der Regel zieht er stark an der Leine, hat die Nase häufig auf dem Boden oder scannt die Gegend mit den Augen. Ohne Leine entfernt er sich meist viele Meter vom Besitzer und rennt im Zickzack auf einer Wiese oder im Wald umher. Dabei schnuppert er nach Spuren oder scannt die Gegend. Somit ist die Handlungsbereitschaft für die Jagd auf ein entsprechendes Beutetier vorhanden. Dies wäre die ungerichtete Appetenz. Hat der Hund einen Reiz entdeckt, also seine Beute im Visier, erfolgt die Ausrichtung auf den Reiz, also das gerichtete Annähern an die Beute. Das wäre dann die gerichtete Appetenz oder auch Taxis genannt. Hat der Hund die Beute erfasst, erfolgt das Packen, Halten und Töten. In unserem Fall durch den Hasendummy improvisiert. Die aktionsspezifische Endhandlung wäre in diesem Fall das Fressen der Beute. Appetenzverhalten erkennen, verstehen und im Alltag sowie im Training mit dem Hund vorbeugen. Hier unerwünschtes Jagdverhalten. Viele Hunde befinden sich in Erwartungshaltung, sobald man mit ihnen das Haus verlässt. Die Landschaft wird gescannt, der Hund ist außenorientiert, nicht ansprechbar und sucht über Nase, Augen und Ohren nach einem auslösenden Reiz. In diesem Moment befindet er sich sowohl in der ungerichteten Appetenz als auch im Beutefangverhalten. Dieser Zustand wird also bereits ohne einen auslösenden Reiz vom Hund herbeigeführt. Ähnlich kann es sich mit Hunden verhalten, die übermäßig über Bewegungsreize beschäftigt oder im Beutefangverhalten trainiert wurden. Der Gedanke, man müsse den Hund ordentlich auslasten, liegt darin begründet, dass viele Menschen auch heute noch davon überzeugt sind, dass eine nicht ausgelebte und somit aufgestaute jagdliche Motivation, ich spreche absichtlich nicht von Trieben, zu unausgeglichenem bis hin zu aggressivem Verhalten des Hundes führen wird. Somit beginnen viele Halter bereits im Welpenalter, den Hund mit allerlei bewegten Reizen zu stimulieren.
Hat der Welpe dann das Junghundealter erreicht, wundert man sich, wenn er plötzlich die eigene Katze jagt, man nicht mehr an bald spielenden Kindern, Fahrradfahrern, Joggern oder fahrenden Autos vorbeigehen kann. Bei den letzten Beispielen handelt es sich dann um fehlgeleitetes Beutefangverhalten, verursacht durch die Art der Beschäftigung und des Trainings mit dem Hund. Die Ursache ist nicht in der zugehörigen Rasse oder einer Langeweile des Hundes zu suchen, sie ist vielmehr im Training zu suchen, welches das gezeigte Verhalten gefördert bzw. nicht gehemmt hat. Befindet sich der Hund bereits in der gerichteten Appetenz, blendet er alle Faktoren aus, die nichts mit der Jagd zu tun haben. Ein Abbruch ist kaum mehr möglich. Die ungerichtete Appetenz im Sinne von Stöbern im Gebüsch, scheinbar grundlosem Rennen auf einer großen Fläche, aufgeregtem Schnüffeln und dem Scannen der Gegend hat also weniger mit Lebensfreude oder Bewegungsdrang zu tun, als mit dem Beginn des Beutefangverhaltens. Wer diesen Zustand mit Bällchenwerfen, Reizangel oder Suchspielen umlenken möchte, wird schnell feststellen, dass dieser Versuch nicht nur scheitert, sondern zu einer enormen Steigerung der Jagdbereitschaft führen kann. Somit ist die ungerichtete Appetenz der Zustand, in dem man den Hund noch erreichen kann. Und an dieser Stelle setze ich mit meinen Veranstaltungen von Canitraining an. Ich erachte es als Notwendigkeit, seinen Hund in seinem Verhalten lesen zu können, um dem Hund gerecht zu werden und ein normales Schnuppern, ein normales Umherschauen von Appetenzverhalten unterscheiden zu können. Die Bereitschaft auf ein umfangreiches Umdenken in Bezug auf das Training mit dem Hund sollte dabei jeder Teilnehmer mitbringen.